Hallo, hier noch ein kleines Video zu meiner Powermatic 3 Zigarettenstopfmaschine. Und zwar hatte ich bedingt durch meinen Tabak, der nicht dem Volumentabak entspricht, das Problem, dass die Tasten, mit denen man einstellt, wie stark gestopft werden kann oder soll, die Tasten blockierten, weil sich Tabakreste in den Spalten rings um die Tasten festsetzten und die Tasten teilweise blockiert waren. Ich bin einfach auf die Idee gekommen, auf jede Taste ein Stückchen Tesa zu kleben, sodass diese Spalten praktisch abgedichtet waren. Es kommt also kein Tabak mehr zwischen Taste und Gehäuse. Man muss zwar etwas fester drücken, weil das nicht mehr ganz so empfindlich ist, dieser Tastendruck, weil das Tesa drauf klebt. Aber seitdem ist dieses Problem mit der Blockierung der Taste behoben. Ich benutze das schon seit ein paar tausend Zigaretten und habe also nie wieder ein Problem gehabt, dass so eine Taste geklemmt hat. Sieht zwar nicht so schön aus, aber das ist ja vollkommen egal. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Ja, das war diese kleine Modifikation, wenn man sie so nennen kann. Und vielleicht hat der ein oder andere das gleiche Problem. Es sei denn, bei Volumentabak tritt das nicht auf. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie welchen benutzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.